Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesterdays Gunnis YouTube-Kanal. Ja, der FIDE Grand Prix in München hat begonnen. FIDE Grand Prix der Frauen. Und qualifiziert haben sich ja letztes Jahr schon die Elli Paetz, jetzt Großmeisterin, mit dem Titel Großmeister, und die gute WGM Dinara Wagner. Die beiden spielen also mit. Das Turnier ist wahnsinnig stark besetzt. Da geht es um Plätze fürs Kandidatenfinale der Frauen. Und deswegen ist das richtig hoch aufgehängt. Ja, ist tolles Ambiente, 4 Jahreszeiten-Hotel in München. Und es spielt die Humpi Cunero, die Musitschuk-Schwestern, und die haben ein schnelles Remis gemacht heute und so weiter. Kosteniuk, wie sie alle heißen. Ja, und wenn die FIDE-Statuten sagen, wenn zwei Teilnehmer aus dem gleichen Land dabei sind, wie zum Beispiel bei der Elli Paetz und der Dinara Wagner, dann müssen die in der ersten Runde gegeneinander spielen. Deswegen auch Musitschuk gegen Musitschuk, schnelles Remis. Und jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Ich kann euch sagen, liebe Leute, das ist ein seltsames Video, glaube ich, weil was wir hier sehen in der Eröffnung, sieht man nicht alle Tage. Also seid gespannt und ja, verfolgt dieses Desaster für eine der beiden Frauen. Auf jeden Fall gut aufpassen, was ist hier passiert. Also Elli eröffnet mit E4, okay, und Dinara Wagner wählt Sizilianisch. Gute Wahl natürlich, wie ihr wisst, wer mich kennt, weiß, Sizilianisch Fan und so. Okay, also ganz normal, Springer F3, D6, und ich vermute mal, dass Dinara Wagner in den Neidorf will oder was auch immer. Also hier gibt es viele Züge, ihr wisst das, offener Sizilianer mit D4. Auch Läufer B5, Moskau-Variante, so viel kann man spielen. C3, der verzögerte Alapin und so. Aber Elli spielt Springer C3. Das ist eine sehr moderne Herangehensweise. Kann man natürlich machen. Schwarz spielt Springer F6. Und jetzt kommt der Trick. Was heißt Trick? Kein Trick. Aber ich glaube, die Überraschung für die gute Dinara Wagner. Denn Elli spielt hier sofort E5. Und das ist jetzt nicht neu. Also das haben schon anderen Topalov vor 20 Jahren gespielt. Das ist nicht neu. Aber man sieht es nicht oft. Und das ist auch eine tricky Geschichte, denn Schwarz hat hier nichts zu befürchten. Aber Schwarz muss richtige Züge machen. Wie immer im Schach muss man richtige Züge machen. Aber hier kann man leicht daneben greifen. Schauen wir mal. Also logisch ist, dass man hier einmal nimmt. Okay, das ist auch passiert in der Partie. Springer schlägt E5. Und an der Stelle, wenn euch das auch mal über den Weg läuft, höllisch aufpassen, liebe Schachfans, aufpassen hier. Das ist ein sehr aggressives Herangehen von Weiß, aber man hat nichts zu befürchten. Man kann spielen A6 zum Beispiel, um dem Springer und dem Läufer das wichtige Feld B5 zu nehmen. A6 ist ein guter Zug. Auch E6 kann man spielen. Man kann Läufer D7 spielen. Also man kann verschiedene Züge machen, die hier Ausgleich, ich sag mal, herbeiführen. Ja, ich zeige also Beispiel Läufer D7, und ja, Weiß kann D4 spielen, klar, wir nehmen einmal raus, ganz im sizilianischen Sinne, Springer C6 und so weiter und so weiter, ja. Brauchen wir uns jetzt nicht anschauen, ihr wisst, was ich damit vermitteln will, es gibt hier gute Züge für Schwarz, aber wir haben jetzt den fünften Zug, und die gute Dinara Wagner spielt hier Dame C7, macht quasi so ein typischen sizilianischen Damenzug. Da ist ja oft so, die Dame nach C7 entwickelt sich dahin. Aber das ist schon schlecht. Das ist schon ungenau. Ich will nicht sagen, es ist ein Patzer, das wäre zu viel des Guten, aber es ist ungenau. Und es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, ungenau zu spielen. Ja? Also nicht falsch verstehen, hier in der Eröffnung nach 5 Zügen. Ja, Elli spielt D4. Klar, der Springer hing, also decken wir ihn halt, ja. Und hier gibt es auch, das ist schon nicht gut für Schwarz. Also Weiß hat nicht, also wenn Weiß, das D4 von Weiß ist gut, wenn Schwarz hier nähme auf D4, na gut, dann nehmen wir halt mit der Dame, ne? Und ja, Springer C6 greift die Dame an, aber dann können wir hier tauschen. Und das ist unschön, weil jetzt geht Dame schlägt C6 nicht wegen, also ich zeige es kurz mal, wegen Läufer B5, ja? Also muss Schwarz mit dem Bauern nehmen, Läufer F4, und ihr seht schon, das ist eine sehr gute Stellung für Weiß. Nicht gewonnen, aber eine sehr gute Stellung für Weiß. Und das ist also die eine Möglichkeit, wenn man hier nimmt. Die andere Möglichkeit ist jetzt A6 zu spielen oder, so wie es die Dinara Wagner getan hat, E6 hier an der Stelle. Und hier kann man fast schon sagen, ich möchte jetzt nicht übertreiben, wie gesagt, aber
Man kann fast schon sagen, die Stellung ist verloren für Schwarz. Es ist natürlich jetzt noch nicht ganz so klar ersichtlich vielleicht, aber passt mal auf. Ellipage spielt hier Läufer F4. Übrigens, ich möchte noch eins, ich möchte noch, einmal muss ich noch kurz zurückgehen. Schaut mal, als Ellipage hier D4 gespielt hat, hatte die Dinara Wagner noch 1 Stunde 30 Minuten auf der Uhr. Nach E6 hatte sie noch 30 Minuten auf der Uhr. Sie hat also quasi in der Stellung 1 Stunde reingeschaut, weil sie natürlich erkannt und verstanden hat, was ihr da widerfahren ist. Also, dass damit C7 richtig schlecht war. Und 1 Stunde Bedenkzeit, das ist natürlich Wahnsinn nach 5 Zügen, ne? Also, wenn man da nur noch 1/2 Stunde hat für die restlichen, weiß nicht, 35 Züge. Also, Läufer F4 von Ellie. Und ja, die Stellung ist kurz vorm Kollaps bereits für Schwarz. Das geringste Übel ist wahrscheinlich Springer C6. Das hätte man, kam nicht in der Partie. Ich zeige es euch ganz kurz. Nach Springer C6 ziehen wir einfach den Läufer weg nach G3. Guter Zug. Und das Problem ist halt immer dieser bösartige Abzug. Ja, also ich weiß ja auch nicht, hier hin und vielleicht den Turm holen und so. Der Läufer ist ja jetzt gedeckt, deswegen ist er nach G3 gegangen und so weiter. Und wenn man hier einfach entlastet und rausnimmt, ja. Dann nehmen wir halt mit dem Läufer. Und ganz ehrlich, also was ist denn das? Jetzt muss wieder Dame D8 kommen, Springer B5 und ei. Nein, nein und nein. Dame F3 sehe ich gerade, wäre auch ziemlich stark wahrscheinlich, ja. Also, nein. Und deswegen hat Dinara Wagner hier nach Läufer F4 von der Ellie Dame A5 gespielt. Und das ist der endgültige Aufgabereifezug, weil jetzt sagt zum Beispiel eine Engine hier schon plus 5 für Weiß, plus 5 nach gespielten 7 Zügen. Also Eröffnungsdesaster, Eröffnungskatastrophe, das muss man so hart sagen, weil es ist eine. Die Dinara Wagner ist super nette Liebe, aber hier ist was schiefgelaufen, ne? Und Schach ist so konkret, wenn ein Zug schlecht ist, ist er halt schlecht. Ja, was ist hier los mit Dame A5? Also hier kann Schwarz quasi aufgeben. Es gibt hier mehrere Herangehensweisen. Eine der besten ist Läufer B5. Ich zeige euch das gleich. Ellie hat das nicht gespielt, hat aber was anderes Gutes gespielt. Gucken wir gleich. Nach Läufer B5, ja, was macht Schwarz? Also welche Figur ziehen wir dazwischen? Vielleicht mal zuerst den Springer zeigen. Springer BD7, dann kommt D5. Und die schwarze Stellung fliegt auseinander. Die fliegt komplett auseinander. Es droht hier, also ich weiß gar nicht, was man ziehen soll. A6 vielleicht oder sowas. Dann nehmen wir einmal raus. Dann nimmt der Läufer raus. Wir nehmen hier raus. Der Springer nimmt raus. Wir nehmen auf E6. F fliegt E6 und keine Ahnung, Dame E2, Feierabend. Also Feierabend, Feierabend, Feierabend. Also geht gar nicht. Oder wenn man nach Läufer B5 vielleicht den Läufer dazwischen zieht, was ist denn dann? Gibt es natürlich auch fiese, böse Tricks, ne? Weiß kann einfach alles stehen lassen und Dame F3 spielen. Das ist natürlich brutal. Also wenn Schwarz jetzt hier nimmt auf B5, ne, dann nehmen wir halt auf B7 und spießen alle Figuren auf, mehr oder weniger. Also hier. Keine Ahnung, der König muss ganz schnell weg, Dame nimmt, Rochade vielleicht, dann kommt Rochade von Weiß und jetzt kann Schwarz hier nehmen, das stimmt, wir nehmen wieder und ganz ehrlich, diese Stellung ist weiterhin komplett total verloren für Schwarz. Also Computer auch plus 5 oder irgendwie sowas, ne? Also Läufer C5 und dann können wir sogar den Turm einfach nach D1 zurückziehen und Engine sagt, gib auf. Ja, das ist brutal. Also obwohl das vielleicht optisch noch. Ja, da könnte man sagen, okay, ne, vielleicht kann man hier irgendwie sowas. Nee, geht ja. Doch, geht das hier? Geht. Ja, gut, dann müssen wir die Dame wegziehen, ne? Es ist einfach material- und positionstechnisch ein Desaster. Jetzt hat Ellie aber nicht Läufer B5 gespielt, sondern Springer C4, das ist auch ein guter Zug. Sie greift die Dame an von der guten Dinara. Ja, wo geht die denn hin? Ja, ja, sie muss zurück nach D8. Dritter Damenzug im achten Zug insgesamt. Ja. Ja, und jetzt Springer B5, das hatten wir vorhin schon mal das Motiv, ne? Hier einsteigen, ach du lieber Gott. Springer D5 von Dinara Wagner, noch der beste Zug, greift den Läufer an, aber wie gesagt, der geht einfach nach G3 und sagt Ellebadge, Springer C6, okay, na, und jetzt hüpfen wir da mal rein, ne? Springer BD6, Läufer nimmt einmal raus, Springer nimmt raus, ja, der König. Wo geht er hin? Ja, nach F8, Dame H5, Mattdrohungen hier und Mattdrohungen über F3. Und also der König ist nach E7 gegangen. Und
Hier gibt es verschiedene Gewinnzüge. Ellie hat, ich glaube, ja, hat sie hier auf C5 genommen. Guter Zug. Auch gut ist Dame H5. Ne? Es droht hier der Einschlag auf F7. Das heißt, Schwarz müsste das mit G6 abwehren. Jetzt spielen wir Dame H4 Schach. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo gehen wir denn hin? Nach D7 oder was? Ja, nach D7, dann nehmen wir auf C5 und so. Also vielleicht F6, ja, sehe ich die F6, 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 dann nehmen wir auf C5. Ja, also ganz ehrlich, ne? Der König hier in der Mitte, der Springer hier eingepflanzt und die aktive Dame, lange Rochade, die kaputt. Ja. Gut, also wie gesagt, in der Stellung gewinnen viele Züge. Ellie hat D schlägt C5 gespielt, was ein sehr guter Zug ist. Und ja, hier kann man noch weiterspielen, ein bisschen kämpfen, aber letzten Endes vergebene Liebesmüh. Dame A5, Dame D2, das ist eigentlich auch noch ein bisschen ungenau gewesen von Ellie, ja. Jetzt hätte man Schwarz unbedingt entlasten müssen hier. Ist immer noch schlecht für Schwarz, aber vielleicht kann man da noch kämpfen. Jetzt hat aber die gute Dinara Wagner auf C5 genommen und das geht halt wieder überhaupt nicht, weil jetzt gibt es ein böses, böses Schach. Der König muss, der muss nach F8, klar. Jetzt rochiert man einfach mal. Und diese Aktivität, die Aktivität der weißen Figuren ist einfach überragend. Der König steht auf F8, der Turm spielt nicht mit. Das ist, ja, ne, ist aufgabereif. Jetzt kam wieder Dame A5. Dame H5 droht Matt hier auf F7. Das heißt, muss gedeckt werden. Wieder ein Damenzug. Ich weiß gar nicht, wie viel der Damenzug das jetzt schon ist. Dame C7. Und jetzt ganz stark von Ellie Springer E4. Sehr, sehr stark greift die Dame an. Und droht auch, wir werden gleich sehen, solche Geschichten hier und dann solche Geschichten. Wir werden gleich sehen, was ich damit meine. Dinara hat versucht, Springer F4 zu spielen. Aber jetzt gibt es hier auch noch ein kleines Schächle, ja, von der Seite. Dame C5, König muss nach G8. Und wieder Dame G5. Und jetzt steht der König eben hier genau in der Schusslinie. Jetzt ist Springer F6 nämlich ein Motiv, ja. Und ja, ist nichts zu holen. Also wenn man jetzt wieder König F8 zöge, ja, dann nehmen wir halt einfach die Figur. Ne? Das darf man ja auch noch nicht vergessen. Ne? Also deswegen nach Dame G5 kam E5, stützt den Springer. Jetzt nehmen wir den raus hier. E schlägt F4. Und jetzt ein Showzug von der Ellie Paetz, liebe Leute, in dieser total gewonnenen Stellung entkorkt die Ellie einen wirklich sagenhaften Trick. Ja, das ist jetzt vielleicht zu viel, aber sie spielt hier Turm D7. Wow, also ich stelle den Turm nach D7, wo er zweimal geschlagen werden kann, aber er kann nicht geschlagen werden. Wenn man mit der Dame nimmt, dann kommt einfach, ups, Schach und Dame weg, geht gar nicht. Und wenn man mit dem Läufer nimmt, Beispiel, kommt auch Springer F6. Wo geht denn der König hin? Ja, nach F8 muss er gehen, ne? Und jetzt geben wir ein kleines Schach von der Seite wieder mal. Da waren wir schon mal, Dame C5. Der König kann nicht ziehen, also einziger Zug, Springer E7, ja, dann nehmen wir halt jetzt die Dame. Fantastisch, oder? Also Turm D7, großartig, großes, schöner Zug. Das heißt, die Dame muss ziehen, weil sie angegriffen ist. Wohin? Ja, nach B6 ging sie. Läufer C4, ei, 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 Druck auf F7. Man kann immer noch nicht nehmen. Warum? Naja, schaut mal, wenn man hier nimmt, zack, zack, zack und jetzt Dame weg, auch noch schon wieder. Es geht nicht, liebe Leute. Es kam noch H6 von der Dinara Wagner. Aber das ist natürlich sofort matt nach Springer F6. Wohin der König? Zack und matt auf F7. Ach du großer Gott. Also natürlich ein Traumstart für die Ellie Paetz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber Dinara Wagner, also da ist sie, glaube ich, brutal überrascht worden von dieser modernen Herangehensweise von der Ellie mit dem ganz frühen E5 hier. Wie gesagt, das ist, man muss da nicht in Panik verfallen, es ist eigentlich überhaupt nichts los. Man spielt einfach Läufer D7 und Springer C6 und alles ist gut, ja. Und wenn man kann auch A6 spielen, ist ja auch gut. Also hier ist eigentlich nichts passiert. Aber ihr seht, ungenauer Zug, zack, und schon geht die ganze Soße den Bach runter. Also Wahnsinn. Wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich halte dich natürlich über den FIDE Grand Prix der Frauen auf dem Laufenden. Es sind 11 lange Runden zu spielen. Und ja, die Siegerin qualifiziert sich fürs Kandidatenfinale, glaube ich. Oder das ist ja die Grand Prix-Serie. Also diese Teilnehmerinnen müssen zwei der drei Grand Prix-Turniere spielen. Und dann am Schluss
Oder sie dürfen zwei von drei spielen. Und am Schluss die Punktbesten sind halt dann fürs Kandidatenfinale qualifiziert. Drücken wir Elli Petz die Daumen, natürlich auch der Dinara Wagner, dass sie sich gut erholt von dem Schock hier in der ersten Runde. Und ich bin für euch zurück in Kürze mit mehr Videos. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts. Oder unterstützt mich auch gerne via PayPal mit einer Spende. Herzlichen Dank dafür und bis denn, macht's gut.